begrüße Sie hier auf dem Messestand der SIG AG auf der Hannover Messe 2018. Im Gegensatz zum letzten Jahr haben wir dieses Mal unsere Smart Factory so aufgebaut, dass wir zwei verschiedene Produkte auf einer Produktionslinie produzieren können. Einmal ein individuell produziertes Produkt, also Losgröße 1, und einmal ein Massenprodukt auf der gleichen Linie. Wie schon im letzten Jahr zeigen auch dieses Jahr wieder, dass unsere Sensoren sowohl die Maschinen steuern können, als auch Informationen an die übergeordneten Softwaresysteme abgeben. Tritt ein Event ein, sodass ein Sensor etwas sieht, so kommt Information direkt vom Sensor in die übergeordneten Systeme und man kann daraus neue Informationen ableiten, wie zum Beispiel, wie viel Orders man am Tag gemacht hat, wie groß die Produktionszeit ist oder wie es der Maschine geht. Also so, um diese Fabrik effizienter und flexibler in Zukunft gestalten zu können. Diese AGCs hier versorgen unsere Produktionsinsel mit Material. Sie orientieren sich bei ihrer Fahrt an den Barcodes, die hier auf dem Boden aufgedruckt sind. Diese Barcodes zeigen dem AGC den Weg, wie es wieder zurückfindet in seinen Lagerplatz. Wir sind jetzt hier bei den anderen AGCs, die unsere Produktion mit dem Kunden verbinden in der Auslieferungssituation. Diese AGCs fahren frei navigierend, das heißt, sie haben keine Markierungen auf dem Boden, an denen sie sich orientieren können. Wenn das AGC losfährt, nimmt es seinen Weg, den es selbst erkennt. Und sobald ihm ein Hindernis in den Weg kommt, sucht es sich einen neuen Weg, um dann auf dem direkten Weg sein Produkt dem Kunden auszuliefern.